darf dich ganz herzlich begrüßen zum aktuellen Beitrag zum kommenden Neumond im Zeichen Jungfrau. Die Zeiten sind stürmisch und das zeigt auch das Trigon mit Uranus zu diesem Neumond, und Mars im Zeichen Jungfrau möchte auch irgendwie sehr aktiv werden in Sachen unserer Vitalität, unserer Gesundheit, dass wir all das, was hier uns nicht in Balance hält, auch hier zu einer Bereinigung führen. Und Merkur herrscht das Zeichen Jungfrau, steht in der Waage, und wir dürfen hier ganz besonders uns dessen bewusst sein, dass was uns wirklich in Balance bringt, ist hier ein Blick für das Wesentliche, ein Blick für das, was wirklich ist, ein Hinsehen auf das, was ist, aber nicht einschwingen. Das sind die großen Prinzipien. So ist auch Merkur im Trigon mit Saturn im Wassermann und ebenso im Trigon mit dem nördlichen Mondknoten, mit der Lilith im Zeichen Zwilling, hier ein Signifikator dafür, dass wir hier der Wahrheit ins Auge blicken dürfen. Und Saturn war eine signifikante archetypische Färbung mit Pluto im Jänner 2020, und da begann letzten Endes dieses ganze Szenario, und Astrologie beschäftigt sich immer mit dem Herstellen von ähnlichen Mustern, Ähnlichkeiten, sprich ähnlich, wann war Saturn, Pluto hier ebenso in Konjunktion, 1914, 38, und was das für eine Zeit war, brauche ich nicht hier näher ausführen. Der erste und der zweite, ich will es nicht beim Namen nennen, weil sofort die Assoziation zu dem hier stattfindet. Aber nun sind wir nun mal in dieser Situation, und das Große, was hier im Raum steht, warum kämpft hier jemand gegen die Menschen mit Waffen des Einsperrens, des Eingrenzens, Ausgrenzens und so weiter, und warum wollen gewisse Gesellschaften, dass sich die Menschen mit diesem Zeug da hier injizieren lassen. Ne? Und das ist schon eine ganz beachtliche Signatur, die wir hier nun natürlich hier nochmal am Punkt bringen dürfen. Viele meiner Kollegen, unter Anführungszeichen, ich sehe mich nicht so als der typische Astrologe, aber die einen sprechen hier von moderner Technologie zum Thema Impfstoff, und die andere sagt wiederum, wir müssen uns hier quasi mit dem Strom bewegen, und all das sind Empfehlungen, die ich vielleicht, relativieren würde in der Hinsicht, dass wir bei all dem, was eigentlich der ganze Aufwachprozess in sich trägt, dass wir hier in uns hineinspüren, unsere Wahrheit wiederfinden, unsere Verstandeskraft wieder einsetzen und den Nebel wegschicken, eben mit dem Thema Lilith und Mondnoten im Zeichen Zwilling, wo eben der Merkur herrscht im Zeichen. Nun, Waage steht, und das dürfen wir nun hier aktivieren, dass eben es nicht mehr geht mit einem Schönreden. Die ganze Episode geht weiter, und Menschen im beruflichen Kontext, und das ist auch das Zeichen mit der Jungfrau natürlich und dem Uranus drauf, dürfen sich überlegen, ob das hier im beruflichen Kontext, im alltäglichen Kontext, bei dem, was hier auf sie zukommt, mit diesen körperlichen Beeinträchtigungen, die hier natürlich gegeben sind, ob das für sie noch irgendwie stimmig ist oder ob es hier einen neuen Weg braucht, einen neuen beruflichen Weg braucht. Uranus mag uns einladen, hey, es gibt hier mehr Möglichkeiten, als du denkst. Verknüpf dein Denken mit einer Instanz in dir, die dich hier weiterblicken lässt. Und wenn du mit dem Zeug hier konfrontiert wirst oder die Menschen konfrontiert werden, die Frage ist hier tatsächlich, in welchem System stecken wir? Und das ist das große Thema des Systeme. Und Saturn natürlich hier ist hier im Zeichen Wassermann ein ganz besonderer Signifikator, dass Systeme sich befreien dürfen. Das Alte hat sich letzten Endes überholt. Wir sind hier konfrontiert mit den Repressalien, mit den massiven Auswirkungen eines alten, überholten Systems. Und wenn in deinem System, in dem System der Menschen, die sie jetzt wie auch immer betroffen machen, mit dieser Konsequenz, sich da quasi mit diesem Zeug da initiieren zu lassen, müssen sie sich fragen, ob sie im richtigen System sind, wenn sie es nicht wollen. Und das ist an sich, ob sie es machen oder nicht machen, allein des Geldes wegen, ist die Frage, ob das Geld es wert sein kann, sich mit dem Körper hier, dem auszusetzen. Und wir haben auch in dieser Konstellation zum kommenden Neumond in der Jungfrau in Opposition Neptun. Neptun möchte uns ganz besonders auch wieder erinnern, dass wir
Wesens sind, und auch der Uranus macht das zum kommenden Neumond, dass wir Wesen sind hier, die, wir sind nicht der Körper. Wir sind hier unterwegs in einem Raumanzug auf dieser 3D-Ebene, aber das, was wir wahrlich sind, ist jenseits des Körperlichen, und das ist vielleicht auch die ganze große Quintessenz, die es hier braucht, dass wir das erkennen und dass wir diese geistigen Potenziale, das Öffnen hier tatsächlich vorantreiben und alle, die hier betroffen sind, auch dahingehend ermutigen zu sagen, willst du hier mitmachen in einem System, die dich zwingen zu etwas, was du eigentlich nicht möchtest, was du eigentlich hier ganz massiv hier befürchtest. Klar, wenn die Menschen mit Gelderwerb und Familie zu versorgen hier konfrontiert werden, aber dennoch gibt es hier genau in diesen harten Schnitten ganz große Wachstumsmöglichkeiten. Und das zeigt auch letzten Endes hier die Venus im Zeichen Waage im Trigon mit dem Jupiter. Wenn wir unsere wahren Werte leben, gibt es immer eine Lösung. Hilft dir selbst, sprich trifft die Entscheidung, dann hilft dir Gott. Und das ist das Thema, dass wir uns entscheiden dürfen, dass wir endlich bekennen dürfen, ist das, was da draußen passiert, gemessen an unseren Werten hier angemessen, und was bedeutet es für unsere Lebensform, für unsere Zukunft. Ja, und diese Übung kann niemand hier für uns machen, das müssen wir selbst irgendwie angehen. Wir selbst dürfen angehen diesen Schritt, dass wir diesen Aufwachprozess, in dem wir unsere Werte leben, beschreiten. Leben wir nicht das, was wir innerlich fühlen, das, was uns wichtig ist, von wegen das Jungfrau-Prinzip, inwiefern können wir hier gesund bleiben? Sind wir gesund, wenn wir nicht das machen, was uns wichtig ist, wenn wir uns da verraten und verstellen, nur des Geldes wegen, heißt ja, wir sehen keine andere Möglichkeit als diese, um unser Leben zu finanzieren, um das Geld zu verdienen, das wir brauchen zum Leben. Und es gibt andere Möglichkeiten, es gibt mehr Nischen, als wir denken. Und das möchte vielleicht genau die Situation der Betroffenen hier zeigen, dass sie hier etwas tun, das hier einfach weit darüber hinausgeht, wo sie dadurch in ihre wahre Größe kommen. Und das ist das Prinzip auch mit Venus, Jupiter. Es gibt diese Möglichkeiten. Und wenn wir diese begrenzten Vorstellungen dessen, was hier wir wollen und die Gesellschaft von uns will, zeigt sich auch durch das Quadrat von Venus und Pluto, werden wir dem gerecht, was die Gesellschaft von uns fordert. Pluto im Zeichen Steinbock, die Schatten der Gesellschaft im Quadrat zu Venus, zu dem, was uns wirklich, wirklich wichtig ist. Wir wollen leben in Schönheit, in Liebe und ein Leben leben wieder in Frieden. Ja, und das sind die hohen Prinzipien, das heißt, wie auch immer wir beeinträchtigt sind, wir sind eingeladen, dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir dessen wieder uns gewahr werden, dass diese Kraft, die in uns wohnt, alles andere sozusagen übertreffen wird, in welchem System auch wir immer arbeiten. Und so darf ich dich einladen, dass ich habe hier im Frühling, ich habe schon beim letzten Quintessenz-Video sehr breit ausgeführt, das Thema mit der Arbeit und die Freiheit durcharbeiten und die Unfreiheit und so weiter. Ich habe ein Format, ich komme ja auch aus der Wirtschaft, ursprünglich war ich hier im Management aktiv, habe auch den großen Umstieg geschafft, damals noch vor einigen Jahren, mittlerweile schon. Und dennoch weiß ich, wie schwer es ist, wirklich dem Ausdruck zu geben, was tief in uns schlummert. Und alle hatten mir gesagt, mit Astrologie gibt es so viele Leute, die machen das schon 100 Jahre, gefühlte 100 Jahre. Und kein Astrologe kann von dem, was er hier macht, im Coaching und so weiter, hier leben. Wir müssen alle daneben etwas machen, um den Gelderwerb zu sichern. All das stimmt nicht. Also glaubt nicht dem, was die euch sagen. Glaubt nur euch selbst im Sinne dessen, dass ihr eurer Vision, eurer Bedürfnisse nach, wonach auch immer hier Ausdruck verleiht. Und in diesen Tagen mag es besonders wichtig sein, dass wir dem beruflichen Ausdruck hier etwas Neues geben möchten. Wir wollen vielleicht etwas probieren, was vielleicht davor nicht möglich war. Und besonders in diesen Tagen hier sich zeigt und die Kraft wieder hier ins Spiel kommt. Und darauf möchte ich hier appellieren. Mars, Pluto will die Kraft im Arbeitskontext etwas Befreiendes, Wahrhaftiges zum Ausdruck zu bringen. Und es gibt hier einen Weg. Und so mag ich hier mein neues Online-Format, den Spirit mit Business hier unterstützen, dass du hineingehst in deine wahre Essenz, loslässt von diesen alten Prinzipien dessen, was die Welt hier aus dir gemacht, aus uns gemacht hat, und dort hineingehst, wo dieses andere aus dir heraus aus
Dehnung, Aufmerksamkeit gewinnt und du damit etwas Neues ins Leben bringst und daraus finden sich auch genau das, was du gerne tust und was du immer schon tun wolltest. Und was du gerne tust und immer schon tun wolltest, wenn du es tust, wirst du es gut machen und dann wird es auch entsprechend einen Ausgleich geben, weil irgendjemand da draußen möchte genau das haben, was du bietest. Das sind ganz einfache Prinzipien. Dem Vertrauen zu schenken, dort einzusteigen, ist in diesen Tagen besonders wichtig mit dem Mars Pluto. Befrei dich selbst, gib dem einen ganz klaren Fokus. Deine Power wird sich hier unendlich ausdehnen, wenn wir aussteigen aus diesem alten, kranken System. Das System ist krank. Es ist menschenfeindlich und umweltschädlich. Das haben nicht die Menschen gemacht, sondern die Menschen, die das System geprägt haben. Aber wie gesagt, das ist eine andere Geschichte und all das führt zu weit, denn es geht ja um die wirkliche Botschaft, was die Zeitqualität für dich parat hält, was du für dich meistern und schaffen darfst. Und wir alle sind davon betroffen und wir alle dürfen diesen Weg der Befreiung, dieser Heilung einschlagen und dieses tiefere Bewusstsein in uns, wer wir wahrlich sind, zum Leben bringen, eben Neptun, in Opposition zur Jungfrau. Wenn wir uns dem öffnen, was tief in uns schlummert und dem Ausdruck geben, uns in den Dienst stellen dieses göttlichen Prinzips und dem uns hingeben als Werkzeug dieses tieferen Bewusstseins, dieser tieferen Kraft in uns, wirst du niemals im Leben für irgendetwas mehr arbeiten müssen im klassischen Sinn. Die Arbeit im klassischen Sinn ist ein Sklavensystem. Wir arbeiten von Montag bis Freitag, werden damit Fernsehen zugedröhnt und am Wochenende, Samstag gehen wir einkaufen und am Sonntag in die Kirche. Das kann es wohl nicht sein, dieses Lebensmodell der Masse. Und dann wird die Mittelschicht noch irgendwie mit Werbung irgendwie versehen, um vermeintliche Bedürfnisse den Menschen zu verkaufen, um den Konsum zu stimulieren. Das kann es wohl nicht sein. Ich lebe hier quasi seit ein paar Tagen hier an einem Campingplatz mit meinem Matrixmobil und ich habe hier auch gelernt, mit sehr einfachen, bescheidenen Mitteln hier zurechtzukommen. Und das ist das Leben, das hier als Alternative zu Hotels und so weiter, wie in früheren Jahren vielleicht, hier sich bietet. Und ich merke hier eine ganz neue Möglichkeit dessen, was sich hier ja, durch diese Zeitqualität gezeigt hat. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich neue Wege beschritten habe. Und so dürfen wir alle neue Wege beschreiten und aufbrechen zur Wahrhaftigkeit, zu unserer Essenz und zu unserer Befreiung. Und niemals wird uns, wer auch immer in der Welt da draußen, unsere Freiheit nehmen können, solange wir dessen uns bewusst sind, wer wir wahrlich sind. So, jetzt wird es ein bisschen unruhiger und freue mich, wenn dich hier dieser Beitrag aus der Insel Krk in Kroatien hier inspiriert und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Hab eine gute Zeit. Welcome home into the world.